So, jetzt sehen wir uns gleich wieder. Und ja, Checkpoint, ich bin jämmerlich gestorben, ich Idiot. Gott, das ist ja. Das Spiel macht Spaß, ja. Ist aber ungemein schwer. Wow! Ich hatte einmal Glück. Da dieses Dach. Da hab ich doch von dem schon Müll gebaut, das ist ja. Hahaha. Wie? Hörst du wohl ob? Okay, ja, tut mir leid, dass ich euch keine spannenden Geschichten erzählen kann. Abenteuer mit mir, von mir, um mich. Was zur? Ja, kein Wunder, dass ich immer sterbe. Wenn das hier schon so unfair losgeht, ey. Ah, oh, naja. Es ist immer noch der gleiche Tag. Ich weiß noch nicht, wie weit ich spielen werde heute. Ich habe ja recht viel zu tun. Gar nichts. Jo. Ja. Nun sitze ich hier in meinem Room und habe nichts zu tun. Also, ja. Ich habe ja noch recht wenig Argumenten. Abonnenten. Ah, interessant. Jellyfish. Ich komme hier nicht durch. Nee. Nee, nee, nee. Das könnt ihr nicht machen. Das ist echt nicht fair. Das ist echt doof jetzt. Naja. Ja, tut mir leid. Ich habe momentan keinen Gesprächsstoff für euch. Ja. Ich könnte euch sagen, wie es mir geht. Mäßig. Höhö, ja. Das hat euch jetzt brennend interessiert. Ja, ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Ich spiele jetzt einfach mal Mega Man weiter und kommentiere das ein bisschen. Electroshockers. Electroshockers. Und ich bin durch. Also an der Stelle bin ich durch. Wie weit kommt das? Ah, es kommt ganz durch. Was ist los? Entschuldigung, mein Fehler. Geht wieder weiter. Aus irgendeinem Grund hat sie sich selbst geöffnet. Ich entschuldige diese kleinen Fauxpas und mache weiter. Oh, nee. Wer mich kennt, weiß es nicht, weil mich kennt ja keiner. Aber ich hasse Sprünge. Gerade so kleine. Die Präzisionssprünge, die habe ich schon bei Mario gehasst. Jetzt habe ich eine Frage. Hierum kommt der Schogger nicht. Ah, perfekt. Und wie? Das gibt's doch nicht! Wie viel zieht der einem ab? Ja. Toll, ich hab nur Leben. Soll ich Level direkt neu versuchen? Na. Ich bin optimistisch. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie Eggman ist. Und ja. Ja, Electroshockers. Ja klar. Ach, das ist doch alles nicht fair. Hoffentlich bin ich jetzt nicht den falschen Weg gegangen. Hoffentlich bin ich jetzt kein Falschmäge. Nee, gut, hier kann ich schon mal hoch. Ach, ich weiß, was ich sagen soll. Ich bin
aufgeregt, weil ich wollte schon immer Let's Plays machen. Let's Plays machen mir Spaß. Wie? Ja, mir machen Let's Plays normalerweise Spaß. Aber auch nur aus dem Grund, weil ich wirklich sehr gerne spiele. Ich bin mit dem Spielen aufgewachsen, spiele heute noch. Wüsste leider nur zu gern, wie man auch PS3 oder PS2 aufnimmt. Wüsste ich wirklich gerne. Weil etwas Effektives habe ich da noch nicht gefunden. Mit effektiv meine ich etwas, was nicht stockt. Auf einem minderwertigen PC wie diesen. Was soll ich noch sagen? Außer, dass ich jetzt tot bin durch meine eigene Dummheit und Game Over gegangen bin. Okay, das Spiel ist gemein. Und ich werde es trotzdem weitermachen. Aufgeben gibt's nicht in meinem Wortschatz. Oh yeah. Schön gesagt, ich Patriot. Oh, bin ich zu blöd, um da Tyler zu frecken? Ey, das ist doch echt nicht wahr. Das ist meine Chance. Yeah! Wow! Wow! Okay. Man startet ja nach einem Game Over lustigerweise wieder bei 0 Punkten. Wo mich die Punkte ehrlich gesagt kaum bis gar nicht interessieren. Nein, gar nicht interessieren. Wieso springe ich eigentlich darum, wenn ich auch hier rumspringen kann? Ja, da ich so blaue Teile brauche, um mich zu erfreshen. Aber meinen Cutman zu erfreshen. Werde ich wohl einfach mal weitergehen. Ja, das hier ist eine meiner Lieblingsstellen. Wow! Glück, muss ich sagen. Ich spiele das hier auf Tastatur, weil ich momentan kein Gamepad habe, wo ich gerne haben würde. Da war ein blaues Teil, was ich aufheben hätte können. Und los! Und los! Ich hab's geschafft. Ich gehe zuerst den Weg. Wegen Cutmans Fähigkeit. Ich wüsste nur zu gern, wie das bei Alecman wirkt, aber da ich noch nicht so weit kam, alles klar, also muss ich doch den normalen Weg gehen. Komm! Ah! So lange kann ich ja noch mal hier einen auf Mega Man machen. Boah! Und... ey! Zack! Okay, so. Vielleicht bin ich mal ein bisschen leise, weil man denkt nicht immer daran, einfach mal was zu sagen, während man spielt. Ich versuche aber so oft wie möglich mal meine Meinung so einzuwerfen. Oh, Jellyfish zum Beispiel. Oh, Sprünge, juhu. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Manchmal bin ich echt glücklich, dass das hier so Pixelarbeit ist, weil sonst wäre ich gerade eben zu 100% runtergefallen. Yeah! Ich gehe mal links rum. Na, das war nicht ganz so klug, wie ich am Anfang erhofft hatte. Okay. Wäre ich doch lieber rechts rumgegangen. Ja, das ist, wenn man nur auf sich guckt und nicht auf das, was rechts und links neben einem so abgeht. Ich bin zu blöd, um über eine Ecke zu springen. Wow, 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 wow! Okay. So, noch mit Bravour bestanden. Hey, hier ist ja aber echt viel los, du.
Nee, ich gehe jetzt nicht runter. Das ist jetzt so prinzipiell so eingerichtet von mir. Ja, was soll ich noch von mir erzählen? Ich führe normalerweise ein normales Leben, bin aber eigentlich total abnormal. Ich höre gerne Musik, ich lese gerne Bücher oder Animes, gucke ich auch mal im Fernsehen. So Japan-Zeug. Finde ich super. Mega Man ist ja auch Japan-Zeug. Obwohl ich mir da echt denke, ein Spiel, Sechsjährige, wo Kinder sich die Zungen und Köpfe abbeißen gegenseitig, weil sie die ganze Zeit sterben. Ich habe meinen Hund gefrühstückt. Ich habe keinen Hund. Oder ich hatte auch keinen. Das war gerade nur ein Witz. Hallo Peter. Ich laber hier einfach mal so sinnloses Zeug. Und sonst so. Ich versuche jetzt mal mit Cutman, dem blöden Arsch da. Entschuldigung. Nee! Ey, das gibt es doch nicht. Nein, ich wollte nicht weiter. Okay. Wir haben zwei Leben diesmal. Und wir sind an dem, glubschäugigen, an der glubschäugigen Sprungfeder schon vorbei. Und, puh. Ja. Ja, dann kommt, oh ja klar, the next, wenn hier, wenn es sich noch 500 Stufen weitergeht, demnächst Alec-Man gegenüberstehen. Also wir ihm gegenüberstehen und so. Ah! Das ist aber eine Scheiß-Stage. Ach so. Wow, wow! Das ist eine gute Waffe. Ich werde sie weiterhin benutzen. Okay. Aber ich mache jetzt gerade noch mal einen kleinen Stopp. Bis dahin. Ciao.